Guten Morgen, schön, dass ihr mit dabei seid, denn heute starte ich mal einen Dienstagsvlog. Ich hoffe, der kommt ein bisschen gut bei euch an. Es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum ich den heute starte, denn dieses wundervolle Buch, Mein Sommer auf dem Mond von Adriana Popescu, ist bei mir eingezogen gestern. Ich konnte es nicht abwarten und habe es zum Erscheinungstag, da ich vorher keine Zeit und Luft hatte, irgendwie es zu besorgen, habe ich es zum Erscheinungstag gekauft und ich freue mich so riesig, es endlich zu lesen, denn ja, ich habe darauf hingefiebert seit der kostenlosen Leseprobe von Adriana Popescu und oh, ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit. Mal gucken, ich wünsche mir eigentlich, ich schaffe das heute. Mal schauen. Heute ist Dienstag, wie gesagt, und es ist schon ein bisschen später, also eher mittags, aber wir gucken mal. Und ihr seid mit dabei. Ich melde mich mal wieder und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach dem Sport ist irgendwie kurz vor dem Zusammenbruch. Andererseits fühlt man sich so gut. Schwierig. Ich habe gerade Bauch extrem gemacht. Und wenn ihr mein letztes Verstrickt mit Anja geschaut habt, dann erzähle ich euch da, wie ihr vielleicht eben, wie gesagt, schon wisst. Oder wenn nicht, dann guckt mal unter dem i, dass ich im Moment Bititi mache. Wer Cossi, Andrea Kossmann kennt, oder irgendwie sie vor einiger Zeit mal verfolgt hat, der hat vielleicht mitgekriegt, dass es dieses Body Transformation Training gibt und das bei Pure Life. Und da mache ich gerade mit. Und es ist durchaus nicht einfach, sich jeden Tag aufzuraffen oder fast jeden Tag. Ich habe immer mal wieder einen Pausentag eingelegt. Es ging nicht anders. Von Terminen, von der Arbeit her, vom Muskelkater her. Ja, heute Bauch extrem. Und nach dem Sport ist bekanntlich auch vor dem Duschen. So, hier entsteht meine vierte Socke. Ihr habt vielleicht schon meinen Verstrickt Nummer 3 gesehen. Da beginne ich die Socke. Und die wächst hoffentlich auch gleich noch ein bisschen. Und hier drüben ist mein Sommer auf dem Mond. Ich muss leider sagen, ich habe heute nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Ich bin gerade mal im Moment auf Seite 65. Und naja, also mir gefällt es wundervoll und es ging mir um die Zeit, die ich mir freischaufeln konnte zum Lesen, also um die Motivation. Deshalb lese ich jetzt noch ein bisschen weiter und vielleicht habe ich später noch ein paar abschließende Worte für euch, für den Tag zumindest. Ich nehme auf euch Ich nehme euch auf jeden Fall noch weiter mit, bis ich dieses Buch beendet habe. Hallo, es ist Mittwoch, as you can see. Und ich bin von der Arbeit zurück, es ist abends. Ich habe zu Abend gegessen und ich bin tatsächlich vom Tag her völlig platt. Ich würde gern jetzt hier weiterlesen, werde ich auch tun, aber ich muss mal gucken. Also ich habe aufgehört auf Seite 90 und ich muss mal gucken. Ich würde gern bis 150 schon noch kommen. Eigentlich noch mehr, ne? Ich befürchte, ich schlafe vorher ein. Oh Gott. Ja, wir werden sehen. Es ist jetzt mittlerweile Sonntagabend, schon nach 20 Uhr und ich schaffe es endlich mit meiner Zeit, dann doch weiterzulesen. Ich habe irgendwie das ganze Wochenende war ständig was los. Ich war mit Freunden essen, ich war Billard spielen, es war irgendwie, ja,
ganz vollgepackt das ganze Wochenende und jetzt schaffe ich es endlich, mir Zeit zu nehmen und weiterzulesen. Und zwar geht's bei Mein Sommer auf dem Mond von Adriana Popescu weiter auf Seite 133 und ich gucke mal, wie weit ich komme und ob ich euch heute noch ein Schlussfazit vielleicht sogar geben kann. Ich wollte mich eigentlich erst wieder melden, wenn ich bei der Halbzeit bin, also bei Seite 200, aber es ging nicht. Ich muss mal eben einen Satz mit euch teilen, den ich wundervoll finde und ja, bei dem mein Herz fast genau das gleiche macht, wie das, was hier beschrieben ist. Und zwar steht hier, mein Herz hat die Schuhe ausgezogen und tobt sich seit Minuten in einer Hüpfburg aus. Ja. Ah. Es sind so tolle Sätze drin. Es kommt mir ein bisschen so vor, von der Art her, wie die Worte gewählt sind, wie treffend alles ist, wie rund, wie perfekt erzählt diese Geschichte. Kommt mir so vor, als wäre es genau auf dem gleichen Niveau wie Anne Freitags den Mund voll ungesagter Dinge. Und ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das freut. Ich habe schon ein bisschen was mir überlegt gehabt über das, was ich erfahren habe, über Instagram oder ja, dergleichen. Also das, was ich mitbekommen habe vorher schon, als die Astronauten entstanden sind. Und ich habe mir überlegt und gedacht, ja, die Themen so ein bisschen angesprochen wurde es ja vorher, worum es geht und was es ist, aber es ist noch viel toller. Noch viel, viel toller und ich glaube und finde, das kann auch jemand dann besser nachvollziehen, was in einem vorgehen mag, wenn man keinerlei Erfahrungen hat mit psychischen Problemen oder psychischen Erkrankungen. Ich erzähle mal eben noch was zum Inhalt und zwar geht es um Fritzi, die kommt in den Sonnenhof auf Rügen. Das ist eine Therapieeinrichtung für Kinder und Jugendliche, ich glaube vor allem Jugendliche. Und dort kommt sie in die Gruppe der Astronauten. So wird die kleine Gruppe genannt, die vier Menschen, die da aufeinandertreffen und sich auch jeweils zwei Zweierzimmer teilen. Im Zimmer von Fritzi schläft noch Sarah, die sehr ruhig und sehr schüchtern erscheint, ein bisschen jünger ist. Und im Jungszimmer schlafen Bastian und Tim. Tim ist mehr so der Schönling mit dem Adoniskörper, wird er beschrieben, sportlich, fit. Der meint, er wäre da ganz viel am Platz und der seine Freundin Vicky zu Hause sehr vermisst. Bastian ist Wiederholungstäter im Sonnenhof, ist schon wiederholt dort und wird deswegen auch vielleicht etwas anders behandelt, beziehungsweise auch genauer gekannt von den Mitarbeitern dort. Und wir erfahren die Geschichte aus zwei Perspektiven, immer abwechselnd von Fritzi und von Bastian erzählt. Und ich finde es sehr angenehm. Also ich glaube, mehr Perspektiven wären auch in Ordnung, aber so finde ich das ganz schön erzählt und man kriegt auch genug mit von Tim oder von Sarah. Deshalb, ja, finde ich das ganz gut soweit. Es stehen unter den Kapiteln immer mal wieder Film, ja, doch hauptsächlich aus dem Bereich Film, Serien, Nerdkram, Titel, die zutreffen auf das jeweilige Kapitel. Also da kommt dann immer irgendwas Entsprechendes drin vor oder ist so ein kleiner Hint, so ein kleiner Hinweis und so ein kleiner Bezug zu dem jeweiligen Erwähnten. Und das finde ich ganz schön. Und dann steht oben rechts in der Ecke, wenn ein neuer Tag beginnt, der Tag dann immer noch dabei. Aber es geht jetzt nicht so sehr darum, welches Datum ist da, sondern einfach nur der Wochentag, damit man orientiert ist in dem Sinne, okay, jetzt beginnt ein neuer Tag. Das muss nicht im Text nochmal speziell erwähnt werden. Ja.
Und jetzt lese ich weiter. Von den Astronauten stürzt mich ein bisschen noch mehr in den Sommer. Passend dazu hat es ja auch heute hier so richtig geschneit. Also irgendwie hält sich das Wetter nicht so an mein Lesevorhaben. Bis auf Seite 284 habe ich es doch noch geschafft heute. Eigentlich waren 300 geplant. Macht nichts. Die restlichen bisschen mehr als 100 Seiten, 115, die lese ich dann morgen. Und morgen ist dann auch schon Montag. Das heißt, der Tag, an dem ganz offiziell der neue Roman von Anne Freitag erscheint. Nicht weg und nicht da. Und ich freue mich riesig darauf, das Buch morgen oder übermorgen zu kaufen. Eigentlich sollte das hier ja ein Dienstagsvlog werden, also ein Vlog über den Dienstag, also vergangenen Dienstag. Heißt, ihr werdet morgen schon dieses Video sehen und ich werde mal gucken, wie ich das hinkriege noch, denn ich möchte mein Buch jetzt noch beenden, Mein Sommer auf dem Mond, und ich bin heute irgendwie, ja. Ich wollte euch noch ein bisschen mehr mitnehmen in den Alltag, aber hat sich nicht so ergeben. Ich bin heute vollkommen in Mimose. Ich habe unglaubliche Rückenschmerzen. Ich habe Schnee geschippt und ja, war nicht die beste Idee. Ich habe heute also etwas gejammert. Und zu leiden. Mal schauen. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich das Buch heute noch beenden werde und mich morgen auf die Suche auf die Jagd machen werde nach dem neuen Buch von Anne Freitags, Nicht weg und nicht da. Und ich bin so gespannt auf ihr Buch und werde das dann auch morgen gleich beginnen. Denn heute habe ich es nicht gekriegt und das finde ich schade, aber ich gebe nicht auf. Ich kriege es morgen auf jeden Fall. Also, es geht weiter, mein Buch auslesen und mich freuen auf den letzten Teil, den ich vor mir habe, mit Mein Sommer auf dem Mond, mit den 4 Astronauten, und ich befürchte, ich werde sie gleich, wenn ich euch wiedersehe, wenn ich euch wieder spreche, schon sehr vermissen. Bastian, Tim und Sarah auf Rügen und mit ihnen einen Sommer auf dem Mond, und ich bin unglaublich dankbar für diese tollen Worte. Es ist so berührend und hat mich immer wieder zu Tränen gerührt, aber was für eine unglaublich tolle Geschichte. Ich hoffe, dass sie vielen Mut gibt und vielen hilft. Dass sie viele Menschen erreicht und genau das bewirkt, was sich Adriana Popescu wünscht. Und mich hat es berührt. Mich hat es unglaublich berührt. Und es ist mir jetzt auch nicht so peinlich, dass ich jetzt hier weine, sondern ich bin froh, genau diesen besonderen Moment zu teilen und zu zeigen, dass ich eben mich berühren lasse von Büchern und gerade von so tollen Autorinnen. Ja, und es hätte kein besseres Buch werden können für meinen ersten Dienstagsvlog, der heute endet an einem Montagabend. Und ich glaube, ich werde noch viel dran denken, an diese 4. Ich werde mir überlegen, ob ich dieses Jahr vielleicht
auch eine Reise nach Rügen mache, was für mich auch mit einem durchaus schweren Weg verbunden wäre, weil ich schon mal auf Rügen war und die Zeit war damals eine ganz andere. Und vielleicht kann ich noch ein paar andere Worte zu dem Buch verlieren im Lesemonat. Wer weiß. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht gibt es keine anderen Worte dafür. Es gibt hier drin unglaublich tolle Sätze. Ich würde behaupten, sehr wahre, sehr kluge Sätze. Sehr ehrliche Worte. So zutreffende Beschreibungen. Einfach eine berührende Geschichte. Von vier Jugendlichen, die eigentlich einfach nur ein normales Leben wollen. Und die so viel mehr gewinnen, indem sie sich aufeinander einlassen, einander vertrauen, Freundschaft schließen und etwas ganz Besonderes teilen. Ich wünsche mir Menschen, die sich begegnen und Menschen, die sich vertrauen und Menschen, die dieses Buch lesen, um noch mehr Menschen treffen zu wollen und Menschen zu vertrauen. Mehr habe ich heute Abend nicht zu sagen. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem neuen Buch von Anne Freitag. Und ich freue mich riesig darauf, auch auf das Buch einzulassen, denn ich glaube, es wird mich ähnlich berühren. Und ich wünsche mir, dass beide einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen finden. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht.